Vintage Shoppen in München. Es gab einen Vintage Papa Store in der Stadt. Es soll Deutschlands größter Vintage Kilosel sein, zumindest behaupten sie das. Irgendwie kaufe ich viel mehr Secondhand-Klamotten, seitdem ich nach Deutschland gekommen bin. Vintage scheint im Trend zu sein und verträgt sich gut mit den sozialen Themen wie Nachhaltigkeit und Zero Waste. Ich mag außerdem keine tiefen Ausschnitte und daher werde ich eher im Vintage-Bereich fündig. Man kann natürlich auch schon bei den Secondhand-Läden was kaufen, aber es klingt ja etwas besonders und anders, wenn der Zeitraum begrenzt ist und eher einem Event gleicht. Wir mussten uns vorher anmelden, um die maximale Teilnehmerzahl begrenzen zu können. Selbstverständlich ist es Pflicht, eine Maske zu tragen und Abstand zu halten. Vielfältige Vintage-Kleidung sowie einige Markenkleidung waren da. T-Shirts, Blusen, Hemden, Kleider, Hosen, Sportbekleidung, Accessoires, Ledertaschen, Schuhe, Gürtel, Tücher sind auch zu finden. Nur waren die Umkleiden nicht so gut organisiert. Ich hatte ein bisschen Sorge gehabt, dass eventuell zu viele Leute kommen könnten, da es der erste Tag der Veranstaltung war. Aber wir waren früh genug da und auch früh genug wieder weg. Ich habe richtige Schnäppchen gemacht und bin sehr zufrieden. Mein Mann hat schon lange nach einem Sportshirt sowie eine kurze Hose gesucht und ist dort fündig geworden. Letztes Mal, als wir in einem Vintage-Laden waren, was erst ein paar Wochen her ist, wurde nur ich fündig. Deswegen war ich diesmal sehr froh, dass er auch die Schnäppchen machen konnte. Der Preis wird pro Kilogramm bestimmt und wir haben fast ein Kilogramm gekauft. Am Eingang haben wir an einer Umfrage teilgenommen. Da haben wir erfahren, dass diese Veranstaltung auch in Winterthur und St. Gallen stattfindet. Ich war schon mal an beiden Orten und die beiden scheinen mir junge Studentenstädte zu sein. Ich bin nicht immer ein People-Watcher, aber Leute da sahen auch sehr jung, modebewusst und hip aus. Die Veranstaltung fand auf der Praterinsel statt. Dort finden regelmäßig coole Events statt. So gibt es derzeit einen Bier- und Weingarten und regelmäßig findet hier der Style-Markt statt.